Er gibt uns das Qualitätsopfer? Ja gut, also ich meine, da muss ich mich nicht zweimal bitten lassen, ne? Also Blubber, wenn du mir hier das so auf dem Silbertablett servierst, das Qualitätsopfer, bin ich natürlich direkt dabei. So ist es, ich starte mal mit dem ersten Zug, okay? Ich starte mal mit dem Okay, ersten okay, Zug. okay. So, Okay, die Maus hat 10,5. eine hohe Sensitivität. Ja, da müssen wir aufpassen. So, ich bin jetzt dran. Tack. Nicht, dass es zu viele Mausflips gibt. Ja, das wäre schlecht. Bitte keine Mausflips, lass mal los. Ja, so, okay. H3, okay, kennst du das? Nee, auf keinen Okay. Fall. Aber wir machen mal hier G6. G6, Carlsen-Style, alles klar, okay. Okay, das kenne ich auch nicht besonders gut. E5 ist mein Repertoire, was ich auch in meinem Kurs angegeben habe. Blubber hat ja, spielt vieles gegen Neidorf. Jetzt ist er schon mal ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. So, jetzt bin ich dran. Ich glaube, Springer C6 ist schlau aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht genau warum an dieser Stelle. G4 jetzt. Oh, Blubber ist so aggressiv immer, ne? Blubber ist immer so aggressiv. Ich meine, hatten. Ja. Ja, gut, okay. Müssen wir hier aufpassen? Springer schlägt C6. Nein, alles easy. Kurz Rochade, alles easy. So, Arthur Wunderbar. sagt. Nach langer Zeit mal wieder dabei. Ja, schön. Grüß dich, Arthur. Ist es normal, dass der Stream verzögert ist? Ja, auf YouTube gibt es immer mehr Verzögerungen als auf Twitch. Das ist ganz Guck mal, ich normal. glaube, er ist out of book. Ja, G6, damit habe ich nicht gerechnet. Ist gut Ja, so. Ist gut einfach. so. Ist einfach. Direkt out of Sag mal book. du, wenn du. Lass mal die Ja. Mäuse tauschen, weil hier Okay. kannst du ein bisschen die. Ups, leider abbrechen. Hier kannst du ein bisschen die. Hier ist die Sensitivität nicht so hoch, glaube Okay, ich. okay. Warst du dran oder war ich dran? Ah, du bist dran. So, muss mal schauen, ob das eine gute Sensitivität ist für dich. Okay. Ja. So, machen wir hier einen Erstmal easy. Figuren wickeln. Alles easy. So. Ja, komm, Turm C8. Oder erst Springer E5? Ach, Turm C8. Obwohl, ich weiß gar nicht. Turm C8. Ja. Ich weiß gar nicht, was er da machen will gegen diesen Plan jetzt. Wir werden es gleich Es sehen. gibt keinen Plan. Es ist schon aus. Es ist schon aus. Oh, G5. es ist interessant. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir reinhüpfen überhaupt. Ja, du machst das schon. Ich weiß nicht, ob man nach H5 geht auf F3, ob es da Probleme gibt. Oder hüpfen wir zurück? Komm, ich hüpfe mal. Muss ich kurz überlegen, mein Lieber. Ja, wir haben ja meist massig Zeit. Massig Ich Zeit. hüpfe mal nach Ja, H5. Springer H5 gefällt mir auch besser. Wir müssen hier die Blockade machen. Und wenn der Läufer F3, Lauf schlägt H5 spielen will, dann soll er es machen. Wir kommen in Wir der sind zu Zwischenzeit hier schnell, zum ja. Angriff. Bam, bam, B5, B4. Alles kommt direkt. Alles kommt direkt. So. Ist eine interessante Stellung. Ich fühle mich aber ganz wohl hier mit dem Drachen, ne? Ja, Also ja. eigentlich, Ich ich weiß finde nicht, wie gut G5, H3, er G4. macht das jetzt, aber Okay. ich glaube dann, ach so, ja gut, den kannst du auch machen, aber der ist sowieso nicht so schwierig. Er kriegt natürlich das Feld hier, ne? Obwohl wir hätten theoretisch auch einen Zwischenzug machen können, Du warst aber schon am Promoven. ja, naja, ich habe es angedeutet. Nicht groß überlegt. Das ist natürlich das Problem, dass er dieses Feld bekommt, aber dann direkt Springer C4. Dame E2, er will jetzt auf den Bauern gehen, aber er gibt uns das Qualitätsopfer? Ja gut, also ich meine, da muss ich mich nicht zweimal bitten lassen, ne? Also Blubber, wenn du mir hier das so auf dem Silbertablett servierst, das Qualitätsopfer, bin ich natürlich direkt dabei. Bin ich direkt dabei. Direkt auf den König. Direkt drauf. Also das muss gut sein hier mit dem Monsterläufer auf der langen Diagonale. Alle Figuren im Spiel, Springer C4 kommt. Blubber, da hast du uns hier eingeladen zum Opfer. Jetzt kommen wir. Das Matt musst du dann finden, ja? Ich bereite nur alles vor. So, ich bin dran. Oh, jetzt ist schon Qual der Wahl, ne? Ich kann hier schlagen. Ich kann da hier schlagen. Was soll das, Blubber? Was hast du gedacht? Er will hier Ja. weglaufen, ne? Er will entkommen. Aber nach Dame schickt sie da. Er will Läufer Läufer D4 D4, machen. Ah, ja. ja. Er will mit Läufer D4 sich irgendwie rausschlängeln aus seiner Misere, muss man sagen. Aber er gibt uns auch Läufer B5. Und das ist eigentlich schon der. Ja, gut, habe ich jetzt verraten. Aber es ist natürlich der Todeszug quasi schon fast. Ich glaube, fast. Mal sehen. Ja, wo er kann. Er muss jetzt vielleicht nach B1. Vielleicht hätte ich doch schlagen sollen auf A2. Ja. Weil er hat noch Läufer Aber C1 ich im würde gerne Potto. trotzdem, ich meine, ja, läuft jetzt eins hat er immer noch. Ja, okay, ich hole mir den Turm erstmal rein hier. Oder dann kurz überlegen. Ja, nimm dir Zeit. Wir haben 3,5 Minuten. Läufer Wir stehen B5, gut. Dame. Wenn die Dame nach H5 geht, ist sie weit weg, weit weg, weit weg, weit weg, weit weg. Was ist mal mit A5? Ja, gibt ein paar Ideen auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte auf A2 schlagen sollen. Ich hätte auf A2 schlagen sollen. Das Schachgebot, das war ein bisschen zu schnell gespielt. Aber sei es drum. So, er wird jetzt, was soll er machen? Er muss hier schlagen. Weil nach E1 kann es auch. Nach Springer F3 ist die Dame quasi schon fast gefangen. Er hat immer noch diesen Rückzieher mit Läufer C1.
Aber wenn er jetzt Läufer C1 macht, könnten wir im schlimmsten Fall, können wir schon Dame schlägt B3 spielen und dann auf E2 schlagen. Oder wir können auch die Dame zurückziehen. So, das heißt, er schlägt auf H5, dann Springer C4, Läufer Läufer C1. C1. Er macht Dame D2, er will mit der Dame zurückkommen. Okay, dann wir lassen die Dame dort schmoren. Wir lassen die Dame dort schmoren. Ihr Schmoren. habt es gehört, wir lassen die Dame dort schmoren. Okay, dann bist du jetzt dran. Mal sehen, was du jetzt machst. Also raus sind wir auf keinen Fall, Dame aber nicht tauschen, ich lasse ihn sporen, mein Lieber. Wir haben auch hier den Bauer, den wir rausnehmen können, das ist doch. Sieht auch nicht schlecht aus, er tauscht dann die Damen, ne? Ist matt? Nee, ist matt, Nee, ich kann ist nach nicht matt, er C1 kann nach laufen. C1, ja. Na gut, ich lasse ihn schmoren. Ich lasse ihn mal schmoren. Ja, ich denke auch Schmoren ist die richtige Wahl. Läufer D4 war jetzt klar, dass er sich so verteidigt. Ist das so schlimm? Weiß ich nicht. Ja, wir können, also ich überlege jetzt, ob ich E5 spiele oder ob ich das einfach ignoriere. Aber die Dame ist natürlich jetzt hier, die ist erstmal tot. Na, das ist klar. Wir haben Zeit, glaube ich. Ja, ich glaube, ich spiele E5. Finde ich gut. Ich spiele E5, er zieht zurück, wir bringen den Turm ran. Was will er machen? Ne? Was will er machen? Wir stehen hier sehr dominant. Jetzt droht vielleicht ein bisschen Springer A3 und dann hier Schlag auf C3. Klar, der Läufer ist jetzt aus dem Spiel. Wir haben das nicht optimal gespielt. Also ich vor allem, Dame steht A2, wäre deutlich stärker gewesen. Ich glaube, dann hätte er jetzt gar nicht so lange überlebt. Aber nichtsdestotrotz, solche Angreifen ist Stellung. immer einfacher als verteidigen, Ding, ja? Ja, nichtsdestotrotz sollte unsere Stellung nach wie vor recht Ich gut meine, wir haben sein. noch das Potenzial, A5 nach vorne zu drücken. Ja, die da irgendwie ein Der E4 bisschen. ist schwach. Ja, wir müssen Komm. uns ein bisschen organisieren. Ein bisschen organisieren irgendwie. Rechnerpose, Rechnerpose. So gut Aber ich am glaube, er B fühlt sich ist. nicht wohl. Er fühlt sich einfach nicht Nein, wohl, nein, nein. der liebe Blubber. Der Blubber, er ist unter Druck auf jeden Fall. Das hat er sich hier anders ausge. Wir dürfen nicht in Zeitnot gelangen. Das ist Ja, ich ganz weiß, wichtig wenn er gegen in Zeitnot Blubber. gelangen, dann wird es schwer mit Dann Abwechslung werden wir ziehen. panisch und dann. Wir Alter, müssen. ich habe die letzten drei Partien verloren gegen Blubber. Wir Okay, müssen das heute ändern wir die heute. Wende schlagen. Denke ich auch. Eieiei. Okay, ich versuche hier einen Angriffsplan zu finden. A5, A4 wäre nett, aber die Dame steht da im Weg aktuell, das ist das Problem. Ja, aber die Dame kann man sehr schnell aktivieren, Vielleicht glaube läuft zu ich. 6, Dame B5, A5, A4 ist natürlich alles auch ein Wir bisschen langsam. haben Zeit, er kann nichts machen. Vielleicht sowas hier, guck mal. Läufer F8, D5, Läufer A3. Wenn wir das hinbekommen Aber werden, dann hört er wäre es ein eigentlich zu, der Killer. Blubber? Nee, oder? Nee, der Also wir Blubber ist können ein ganz schon. korrekter. Okay. Nicht, Ganz dass wir alle korrekter. unsere. Er findet keinen Zug, er ist Er paralysiert. ist paralysiert, ja, das kann man so sagen. Okay, Ich glaube, ich bin dran, ne? dann mach mal deinen Zug. Lass mal nicht Ja. so viel Hokuspokus machen. Nicht so viel Nein, Hokuspokus. lass mal ganz einfach diese langsam zu Ende kneten. Ja, aber dafür müssen wir erstmal den Lass ihn Weg finden. schmoren. Lass ihn wie ein Schmorbraten Ja. schmoren. Ich muss trotzdem jetzt einen Zug machen. Ich glaube, Ja. Läufer C6 mache ich Mach tatsächlich. den Schmorbraten, egal. Okay, Läufer C6. So. Okay. Geht auf den E4. Ja, muss er erst mal Mal F3. beantworten. Okay. Er So, macht gut. Ich F3. mache mal hier den weiteren Schmorbraten. Ist das in Ordnung? Wenn du, ja, also, wenn du gerne so Ich schmoren möchtest. möchte den Schmorbraten Okay. machen. Also, ich habe ja eigentlich einen anderen Plan hier mit Läufer F8, Der D5, aber läuft er dazu. weg? Läuft er weg? Weiß ich nicht. Ja, er kann sowieso nichts machen, Guck mal, ne? können wir nicht vielleicht sogar die A-Linie öffnen mit B5, B4? Dauert Weiß ich das zu nicht. lange? Turm D3. Er Er macht möchte jetzt nicht. nichts. Ja, er will irgendwie verdoppeln. Wir dürfen ihn aber auch nicht zu lange schmoren Ja, lassen, weil na gut, sonst kommt er aber rausgeschmort. ja. Ich mache jetzt mal meinen Plan hier. Obwohl, also alles ist ja eigentlich safe. Er droht nichts. Ne? Du kannst auch weiter deinen Plan verfolgen. Du willst es jetzt echt durchziehen, B5, B4, oder was? Ich weiß Okay. nicht, was er dagegen machen soll. Die 6 ist gedeckt, er Er hat hat kein kein Spiel. Spiel, Er ne? Er kann hat nicht kein F4 Spiel. machen, weil sofort die G-Diagonale auf A1 geöffnet wird. Ah, das kann er machen. Bitte? Ich guck nur. Du guckst nur hier, du guckst auf den C2 wahrscheinlich oder Ich sowas. gucke ganz mit großen Augen, was eigentlich passiert, wenn ich den Springer wegziehe, den Läufer nach E6 packe. Ja, der Läufer nach E6 wäre auch keine schlechte Idee, da gebe ich dir recht. Also, was ist das für ein Knoten? Huch! Bitte? Bitte? Warte mal, lass mal gucken, lass mal entspannt gucken. Okay, wir haben auch nicht so viel Zeit. Der C2 hängt doch einfach, den knall ich Ja, jetzt einmal nimm weg. jetzt mal weg. Den knall ich Komm. einfach mal weg. Und jetzt ist. Oh, kann ich Springer B4 mehr erlauben? Nee, ich glaube, es wird zu Nicht so viel viel. Hokuspokus. Okay, wir schlagen. Okay. Ja, man kann auch mitmachen, Bastova. Alles easy. Komm rein, die gute Stube. So, er versucht hier den Laden geschlossen zu halten. Komm, wir machen Läufer D7, wir gruppieren den Läufer um. Wir Finde müssen ich sehr weiterhin gut. schnell spielen, wir müssen schnell Ja, spielen. ja, 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 ja. Aber er ist weiterhin unter Druck, er hat kein Gegenspiel. Wir haben bereits
was weiß ich, ein Bauernkrieg heute da gar nicht so viel, aber So, Läufer aktiviert. irgendwie verteidigt der alles noch, ne? Naja, wir haben Zeit. Der Aber kann ja auch irgendwann laufen, ja. Ja, aber ich finde, wir kommen nicht richtig durch. Wir müssen den Läufer ranbringen. Wir müssen den Schmoren, Läufer ranbringen. schmoren, schmoren. Nach wie vor schmoren. Guck dir den König an, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen ganz entspannt spielen, er kann nichts machen. Notfalls bringen wir den König nach H8, bringen Läufer auf E7. Okay, ich möchte aber irgendwann die Partie mal zu Ende bringen. Ja, ich hab jetzt einen Plan. Ich mache gleich den nächsten Zug, dann weißt du, was ich machen möchte. Du wirst es Okay, ich gleich bin sehen. gespannt. Ich bin Du wirst es gespannt. gleich sehen. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen wie Carlsen an die Stellung ran. Welche Figur möchte noch mitspielen? Eine Figur möchte noch mitspielen, glaube ich. Okay. Oh, was ist denn jetzt? Er macht ein positionelles Qualitätsopfer. Interessant. Ich ignoriere das einfach mal. Dreist. Ja, Hauptsache schnell, A4. Gut, wenn wir schlagen, schlägt er so wieder. Dame D3, so ich bin dran. Ich mache einfach mal Läufer E7. Wir ignorieren das einfach. Wir lassen ihn schmoren. Wir lassen ihn schmoren. Er wird wahrscheinlich H4 spielen, um den zu decken, obwohl er muss ihn nicht unbedingt decken in dem Moment. Aber C5. Was ist denn jetzt los? Ja, schlag den weg. Was soll das? Springer C4 macht jetzt hier echt den positionellen Stiefel. Na, ein bisschen zu viel des Guten, würde ich sagen. Ich schlag mal hier. Er versucht jetzt die Wende einzuleiten. Jetzt haben wir sogar einen Bauern mehr. Ja, auf jeden Fall Dame G6. Wenn er tauscht, reparieren wir ihre Struktur. Und wenn er Ihr, nicht unsere tauscht. Struktur meinst du? Ja, unsere Struktur. Ja, genau. Er kann natürlich auf E5 schlagen. Aber Aber wir drücken dann C4 nee, durch. das kann er nicht machen. Wir Das kann er nicht machen. Also, wenn er eins nicht machen drücken kann, ist C4 das durch. das. Ja, wir drücken C4 jetzt die C4 durch. Freibauern, die laufen. Die laufen aber ganz schnell. Machen wir C3. Ja, müssen ein bisschen schneller jetzt spielen. Ja. Ah, der war nicht so gut von mir. Ja, jetzt ist der Springer so gut platziert. Das ist Nicht so schlimm, nicht ungünstig. so schlimm. Alles entspannt. Turm aktivieren, super. Ich will nicht den Bauern einfach so verlieren. Wir müssen es, ja? Du bist der GM? Toll. Ah, ich hab's versaut. Warte mal, warte mal, Ich warte mal. hab's versaut. Wir stehen nicht mehr so dolle. Ja, wir standen besser, ist das richtig? Er setzt jetzt auf den Bauern. Ich glaube, der Bauer allein wird den nicht froh machen, oder? Was aber. Jawohl, jetzt kann er natürlich einfach Turm B8 machen. Nee, ich hätte. Das war auch ein schlechter Zug. Jetzt kann er ja einfach Turm B8 machen. Er hat ja noch den A-Bauern auch. Erstmal ein Schach geben, ja, das ist gut. Das gefällt mir. Erstmal ein Schach. Verwirrung. Verwirrung. Noch ein Schach. Jetzt kommen wir nämlich dahinter. Jetzt kommen wir nämlich dahinter, Freunde. Jetzt kommen wir dahinter. Turm D4, Pre-Move. Bam, bam, jetzt sind wir back in business. Jetzt holen wir uns den Bauern. Ah nein, er hat noch diesen Trickzug. Aber egal, wir bleiben cool. Er droht nichts. Er droht nichts. Alles cool. Alles easy. Alles easy. Und wir haben den H-Bauern. Wir haben den H-Bauern. Interessant, interessant, interessant. Was macht er jetzt? Kann man sogar den jetzt rausnehmen? Lauf los! Lauf einfach los! Komm schon! Er droht doch nichts. Kann nichts machen. Der Haber läuft. Läuft. Lauft? Läuft. Er läuft. Oh nein, den hat er. Egal, wir laufen weiter. Was will er tun? Wir laufen weiter. Turm B2. Was geht denn jetzt ab? Wir konnten nicht schlagen, weil der Bauer durchläuft immer noch. Dann geben wir erstmal nochmal einen Schach. Wir können wieder. Wir hätten wieder Turm D4 machen können. Aber ja, okay. Ist auch nicht schlecht. Ah, nochmal ein Schach. Ah, das Schach ist schlecht. Das Schach ist schlecht. Ah, jetzt kann er schlagen. Springer D5. Jetzt gewinnt er den Bauern. Das ist jetzt ungünstig gelaufen. Oh Ei, nee. ei, 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 ei. Das war's. Nein! Zieh, zieh, zieh. Ja, er gibt. Oh. Nein! Nee, das wird in so eine gute Position. Ja, Was, was das war ist? ein kompletter Meltdown. Das war ein kompletter Meltdown. Oh Gott, wir standen so Oh. gut. Wir standen so gut. Sogar am Sag Ende mal, noch, ne? wo ist es hier? Hier Turm D4. Ja, aber auch davor. Hier hat er Turm B2, ist er nochmal zurückgekommen. Hat er dann gute Verteidigungszüge hier noch gefunden, ne?
Ganz Partie auf Gewinn. Ah, nicht die ganze Partie, aber. Es war eine schöne Partie. Es war eine spannende Partie, aber das falsche Ende. Man muss es ganz klar so sagen. Wir haben vielleicht zu viele Pläne vermixt. Das kann vielleicht sein, aber. Okay, lass Hans mal kurz Wurst schreibt, euer Schmorgericht ist fein im Geschmack. Ja, es ja. war fein, es war fein. Ah, hier, Dame schlägt A2, ist Game Over. Ja, wenn ich den mache, ne, sein König muss laufen, Turm C8. Wir hätten einen C2 bekommen, es war interessant. Egal, good game, Blubber Lutsch. Good ja, game. Hier ist es gar nicht mehr so klar, weil der Springer und Läufer verteidigen das ganz gut. Komm, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ne, lass uns mal kurz hier noch reinschauen. Springer A3. Ja, eindeutig war es nie so. C4 war ein minus richtiges 5, Läufer B5. Ja, Läufer B5 haben wir aber nicht gefunden. Läufer B5 und dann diese Festung ausnutzen. Läufer D7 hat das verpasst. Jetzt ist es minus 2? Ja, wir standen ja die ganze Partie auf Gewinn. Also hier vor allem, ne? Das ist, aber dann kann den Springer reinstellen. Läufer D7, es war alles sogar noch gut. Es war alles. Ah, König G7. Turm E8 müssen wir direkt machen. Boah. Ah, hier kam er jetzt zurück natürlich. Hier ist schon. Und jetzt ist. Immer noch Ausgleich, okay. Ja, jetzt stehen wir wieder auf Gewinn. Aber ich dachte, hier jetzt ist schon vorbei, ne? Ich bin einfach, wir sind zu früh mit dem Bauern vor wahrscheinlich. Dann kam er mit dem Turm zurück. Das gibt's nicht. Ja, hier müssen wir Turm D4 machen. Dann können wir zumindest nicht verlieren, ne? Mhm. Können wir zumindest nicht verlieren. Und jetzt bin ich nervös geworden mit diesem Schach. Und der König hilft hier auch mit. Und jetzt ist schon schwierig in Turm F5. Türme immer hinter die freibauen, ja. Die goldene Regel. Die goldene Regel, zählt ja. Eigentlich fast immer. Na gut, gut, gut zurück gut, zum gut. Turnier. Ja. Zurück zum Turnier. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Nein! Nein! Blubber! Oh Gott, wir standen so gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.